wissen doch alles. Über Klimawandel, Ressourcenvernichtung, Artensterben. Alles wissen die. Nachhaltigkeit ist für die doch einfach nur ein Feigenblatt, um ihre Profitinteressen zu verbergen. Und das Museum für ökologische Kunst ist nichts anderes als ein Marketing. Wir dürfen denen nicht mehr zu trinken geben, sonst gehen sie nie. Verlieren sie sich selber, saufen sich bei der Vernissage die Welt schön und am nächsten Morgen gehen sie wieder in ihr Büro und machen dieselben dreckigen Geschäfte wie vorher. Ich glaube nicht, dass wir sowas wie ökologische Transformation hinbekommen, wenn wir nicht auf gesellschaftlicher Ebene uns darüber einigen, was als sinnvolles Leben angesehen wird. Denn das, was im Moment als gelungenes Leben angesehen wird, hat ja genau zu dem Zustand der Zerstörung geführt, den wir jetzt erleben. Nicht immer wir selber tun, was wir predigen, oder? Das ist alles verlogen, das ist alles folgenlos, die reinste Folgenlosigkeit. What does it mean? Folgenlosigkeit? Man konnte natürlich ins innere Exil gehen im Faschismus. Autoren sagen, ich schreibe jetzt Gedichte zu Hause, das ist folgenlos, ich schreibe das für meine Lade. Aber die Nazis außerhalb machen natürlich fröhlich weiter. Hey, du hast recht, das System ist schuld. Hast du noch Wein und was zu essen? Ich hab Hunger. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, die folgenreichste aller Handlungen, damit hinterher wieder die Dinge folgenlos sein können. It's so fucking German. You can't translate it. Sobald ich mit Kindern zusammen bin, denke ich andauernd an Folgen. Andauernd. Wäre ich jetzt erstmal komplett gegen Folgenlosigkeit. Ihr seid übrigens auch das System. Ich bin auch das System. Aber ich kämpfe seit Jahren dagegen an. Aber es bringt nichts. Der Kapitalismus hat nur eine Folge. Und das ist die Zerstörung dieser Welt. Oh, sorry. Es steht doch nur Konsequenzen. I like it. Cut. Wunderbar. Wir waren um. Ja.